Guten Tag. Unsere Mainstream-Presse informiert uns nicht richtig. Sie klären nicht auf. Sie fragen nicht nach. Sie verbreiten Schlagzeilen wie die Karawane der Corona-Leugner will hierhin und dahin und dorthin. Es geht nicht um Corona. Überhaupt nicht. Es geht darum, dass uns hier eine politische Elite auf der Nase herumtanzen möchte. Das wird in vielen Büchern schon lange thematisiert. Und es ist tatsächlich wichtig, da mal einen Blick hineinzuwerfen. Jedenfalls für die, die es noch nicht getan haben. Ich bin zum Beispiel so ein Fan von Dirk Müller. Machtbeben heißt das Buch. Dirk Müller, Machtbeben. Er spricht von einer, sage ich mal, so internationalen Finanzoligarchie, die er quasi als Börsenspezialist schon lange auf dem Kicker hat. Was die denn so treiben hinter den Kulissen und wie die quasi mit ihrer Macht spielen und was daraus resultieren könnte. Die Annahme erstmal ist, dass alles, was uns nicht sauber kommuniziert wird, zutiefst undemokratisch daherkommt und nicht abgestimmt mit uns durchgesetzt werden soll. So habe ich mich zum Beispiel immer schon gefragt, wie möchte denn bitteschön die Bundesregierung die große Transformation durchsetzen, ja? Die zum Beispiel vom wissenschaftlichen Beirat propagiert wird. Auf entsprechenden Seiten finden Sie das. Diese Leute sind zugleich häufig Mitglied im Club of Rome, sitzen zufälligerweise auch in der Bundeszentrale für politische Bildung. Also setzen da eine Agenda um, die mit Hilfe von Political Framing den Leuten nahegebracht werden soll. Das heißt, sie sollen glauben, was diese Menschen ihnen erzählen. Ja, so sieht's aus. Das ist schlecht. Ja. Mir ist zufällig dieses Buch hier nochmal in die Hände gefallen. Merkel am Ende. Diese Frau ist nie am Ende. Warum nicht? Sie war schon zu DDR-Zeiten Spezialistin für Agitation und Propaganda. Und das kann sie auch heute noch gut. Also die Bevölkerung spalten, nach links und rechts einteilen, denen irgendwie erzählen, dass sie nicht mit den anderen reden sollen. Jetzt setzen wir uns alle noch irgendwie eine Maske auf. Ja, und reden noch weniger miteinander und streiten uns sogar darüber, über Corona. Über Corona brauchen wir uns nicht mehr streiten. Wir müssen uns jetzt um die Demokratie kümmern. Wir müssen jetzt zusehen, dass man wieder offen mit uns redet und es nicht belügt. Ja? Also ein paar Spuren, was da alles so ansteht an Problemen in der Welt, können wir finden in diesem Buch. Wie stellt sich die CIA die Welt im Jahre 2035 vor? Also da wimmelt es auch tatsächlich von Fakten und natürlich gibt es dazu auch Quellenangaben und da werde ich immer von meinem Sohn gefragt, hey, gib mir doch mal die Quellen, gib mir doch mal die Quellen, gib mir doch mal die Quellen. Also ich könnte bei längerer Recherche das alles sehr fein raussuchen, aber ich schreibe hier kein Buch. Ich verdiene damit kein Geld. Ich möchte nur ein paar Tipps geben, wo man vielleicht mal suchen sollte, um selbst ein bisschen schlauer zu werden im Kopf, um selbst Zusammenhänge herzustellen, die man vielleicht vorher so nicht gesehen hat. Der neue Totalitarismus, der sich hier jetzt gerade anpirscht und den wir jetzt noch in seinem fötalen Stadium ersticken könnten, am 29.08. in Berlin, der ist gefährlich. Der hat auch keine Richtung. Ob der von links oder rechts kommt, will ich schnuppe, er ist scheiße. Und ich will ihn nicht und ich werde am 29.08. in Berlin sein und dagegen demonstrieren. Und alle Leute, die jetzt nicht offen kommunizieren, die weiterhin die Wahrheit verbergen, ja,
über was auch immer, die nicht offen diskutieren, die Menschen diffamieren, die Menschen diskreditieren, die unverhältnismäßig handeln, die machen sich allesamt verdächtig. Und wir sehen das. Wir sind nicht doof. Überhaupt nicht. Null. Es werden immer mehr Leute kommen. Es ist völlig schnuppe, ob sie das Internet jetzt noch abschalten, ob sie weitere Videos löschen. Ja? Bodo Schiffmann zum Beispiel gestern, zack, Video weg. Ja? Was hat der Mann verbrochen, dass man ihm Videos löscht? Wir haben jahrelang hingenommen, dass die bösesten Videos überhaupt im Internet stehen. Da hat sich kein Schwein drum gekümmert. Aber jetzt, wo sich jemand mal um unsere Interessen kümmert, nämlich einfach mal ein bisschen aufzudecken, ein paar Fakten zu liefern, mal zu sagen, dies und das und jenes geht nicht, das wollen wir anders. Da werden Videos gelöscht. Das ist Zensur. Ja? Sie sollen nicht Westfernsehen gucken. Karl Eduard von Schnitzler ist das. So, und jetzt kommt jetzt noch fetter, wenn Sie nicht aufpassen. Also, die Zeitungen schweigen sich schon so ein bisschen tot. Ja? Die Bild-Zeitung rudert schon so ein bisschen zurück. Gibt schon mal so Einzelschicksale wieder. Aber so ein echtes Bedauern ist noch nicht da für diesen Unsinn, den Sie bislang angerichtet haben. Ja? Wir werden Jahrzehnte brauchen, um diese Situation aufzuarbeiten. Anselm Lenz hat jetzt auf KenFM einen schönen Beitrag dazu gebracht, in dem er das schön zusammenfasst. Nach dem können Sie auch durchaus mal suchen und sich den anhören. Okay, also das waren meine Tipps für heute, womit Sie sich noch ein bisschen beschäftigen können, und wir sehen uns am 29.08. Bis dahin. Tschüss.